Im heutigen Video geht es mal wieder um das Fujifilm X-RAW Studio, da mich hierzu immer wieder Fragen erreichen. Fragen wie beispielsweise, ich kann meine Bilder nicht bearbeiten, wo auf dem Rechner speichert denn das X-RAW Studio die angelegten Recipes ab, wie bekommt man sie auf einen neuen Rechner und viele ähnliche Fragen. Wer das Fujifilm X-RAW Studio noch nicht kennt, sollte es unbedingt mal ausprobieren, denn damit können nicht nur Bilder bearbeitet werden, ähnlich wie in einem Bildbearbeitungsprogramm, es können auch Recipes getestet werden, wie beispielsweise die von Fuji X Weekly. Das X-RAW Studio von Fujifilm ist eine RAW-Entwicklungssoftware für Mac und PC. Mit dieser Software können RAW-Dateien bearbeitet werden und als JPEG auf dem Mac oder PC ausgegeben werden. Allerdings nur RAW-Aufnahmen, die auch mit einer Fuji gemacht wurden. Und um es gleich vorwegzunehmen, Aufnahmen, die im JPEG-Format gemacht wurden, können nicht mit dem Fuji X-RAW Studio be- oder verarbeitet werden. Das Dateiformat für die Aufnahmen wird in der Kamera im IQ-Menü unter Bildqualität eingestellt. Mit Normal und Fine erhält man JPEGs und mit RAW natürlich die RAWs. Und wer möchte, kann auch beide Formate gleichzeitig nutzen. Um RAW-Dateien bzw. Aufnahmen im X-RAW Studio bearbeiten zu können, muss die Kamera, mit der die Aufnahmen gemacht wurden, per USB-Kabel am Mac oder PC angeschlossen sein. Und ganz wichtig, die Kamera muss dabei eingeschalten sein. Der Grund dafür ist ganz einfach, bei der Verarbeitung der RAW-Dateien wird der Prozessor in der Kamera genutzt, was wahrscheinlich mit dem Schutz der Fuji-Farbenwelt und zugehöriger Software zu tun hat. Aus diesem Grund muss also die Kamera auch eingeschalten sein. Und als Verbindungsmodus muss in der Kamera USB-RAW-Konvertierung eingestellt sein. Diese Einstellung findet man bei den Netzwerkeinstellungen oder Verbindungseinstellungen. Was für mich anfangs ebenfalls etwas unlogisch war, ist die Tatsache, dass keine Aufnahmen, die sich auf der Speicherkarte in der Kamera befinden, bearbeitet werden können. Die zu bearbeitenden Dateien bzw. RAW-Aufnahmen müssen sich auf dem Mac oder PC einer externen Festplatte oder aber auf einer am Mac oder PC eingesteckten SD-Karte befinden. Wer die Aufnahmen auf der Speicherkarte in der Kamera bearbeiten möchte, kann das im Wiedergabemenü auf der Kamera machen. Dazu muss die Kamera dann aber auch nicht an einem Mac oder PC angeschlossen sein. Und das konvertierte JPEG wird dann auf der Speicherkarte in der Kamera abgespeichert. Anschließend können die Aufnahmen dann auf den Mac oder PC oder über die X-App auf ein Smartphone übertragen werden. Wenn man keine Aufnahmen im X-RAW Studio bearbeiten kann, liegt das meistens daran, dass entweder die Kamera nicht eingeschalten ist oder an einem nicht funktionierenden USB-Kabel oder Anschluss. Am besten verwendet man das mit der Kamera mitgelieferte USB-Kabel. Damit hatte ich persönlich noch nie Probleme. Oben links im Fuji X-RAW Studio kann man dann auch sehen, ob die Kamera erkannt wurde. Es erscheint dann die Modellnummer und die aktuelle Firmware-Version. Ein weiterer Grund, dass man Aufnahmen nicht bearbeiten kann, sind meistens Aufnahmen, die nicht mit der angeschlossenen Kamera gemacht wurden, wie in diesem Beispiel hier. Angeschlossen ist die X-T5 und ausgewählt sind Aufnahmen der X-H2. Wenn man oben links im ersten Fenster den richtigen Speicherort wählt, dann kann man auch die Aufnahmen wieder bearbeiten. Ebenfalls links darunter findet man das Histogramm und darunter werden alle Aufnahmedaten des ausgewählten Bildes eingeblendet. Auch hier kann man dann wieder sehen, mit welcher Kamera dieses Bild aufgenommen wurde. Im Hauptfenster sieht man dann natürlich das Bild und kann beispielsweise auch eine Vorher-Nachher-Darstellung einblenden. Oben rechts im Hauptfenster hat man dann noch einige Zoom- bzw. Ansichtsoptionen und unten links kann man dann auch noch eine Bewertung in Sternen für das jeweilige Bild abgeben. Ob das Sinn macht, in einem Programm, mit dem man die Bilder wahrscheinlich sowieso nicht verwaltet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im rechten Teil der Benutzeroberfläche findet man das Profilfenster, welches in zwei Kategorien aufgeteilt ist. Im oberen Teil findet man alle Benutzerprofile, die auf dem Mac oder PC gespeichert sind. Gespeichert werden können hier Benutzerprofile bzw. Rezepte, die man im Fuji X-RAW Studio angelegt hat, oder Benutzerprofile von der Kamera, die man auf dem Mac oder PC archivieren möchte. Im unteren Teil werden dann die aktuellen Kameraprofile bzw. Benutzereinstellungen der 7 benutzerdefinierten Speicherplätze auf der Kamera angezeigt. Hier sieht man dann also alle aktuellen Recipes bzw. Rezepte, die man in der Kamera angelegt hat und auf den benutzerdefinierten Speicherplätzen abgespeichert hat. Alle hier gelisteten Benutzerprofile bzw. Rezepte können auf das ausgewählte Bild angewendet werden. Und ganz egal, ob sich diese auf dem Mac oder PC oder auf der Kamera befinden.
Das ist extrem praktisch, denn so kann man auch ein Rezept anwenden, das man eigentlich schon archiviert hat. Die ausgewählten RAW-Aufnahmen kann man aber nicht nur mit den Benutzerprofilen bearbeiten, man kann sie auch manuell im Fenster darunter bearbeiten. Neben dem Ausgabetyp bzw. Dateiformat kann man für die Aufnahme auch die Farbtemperatur sowie die Ton- und Farbwerte bearbeiten. Und nicht zu vergessen die Präsenzwerte wie beispielsweise Schärfe, Klarheit und noch einige andere. Die RAW-Aufnahmen kann man auch in Kombination bearbeiten, sprich man wählt oben eines der Benutzerprofile aus und kann dann unten anschließend noch Anpassungen machen. Auch das ist sehr praktisch, um den ausgewählten Aufnahmen einen individuellen Look zu verleihen. Leider lassen sich im Fuji X4 Studio Bilder nicht zuschneiden, man kann sie lediglich drehen. Ebenfalls lässt sich die Bereichspriorität nicht ändern, was natürlich mit den Einstellungen in der Kamera zu tun hat, mit der man die Aufnahme gemacht hat. Alle Einstellungen, die man an Aufnahmen gemacht hat oder auch das Anlegen eines neuen Benutzerprofils bzw. Recipes lassen sich auch abspeichern. Hat man ein neues Rezept angelegt, so muss man nur noch entscheiden, wo es abgespeichert werden soll. Um es auf dem Mac oder PC zu speichern, wählt man Speichern ganz oben und vergibt einen Namen. Ganz ähnlich funktioniert das auch, wenn man das neue Recipe auf die Kamera sichern möchte. Auch hier kann man wieder einen Namen vergeben und anschließend wählt man den gewünschten Speicherplatz C1 bis C7 auf der Kamera aus. Das Recipe befindet sich nun auf der Kamera. Wer Recipes von der Kamera archivieren möchte, wählt eine Aufnahme aus sowie das gewünschte Recipe von der Kamera. Anschließend wählt man Speichern im oberen Teil der Benutzerprofile, um das Recipe auf dem Mac oder PC abzuspeichern. Umgekehrt funktioniert das Ganze natürlich genauso. Recipe aus der Liste der Benutzerprofile auswählen und anschließend Speichern bei den Benutzerprofilen bei Kamera auswählen. Man kann den Namen übernehmen und muss nur noch den Speicherplatz auf der Kamera auswählen. Das neue Recipe befindet sich jetzt auf der Kamera und ist einsatzbereit. Im Fujifilm X-RAW Studio können auch mehrere Dateien gleichzeitig bearbeitet werden. Man kann also beispielsweise alle Dateien auswählen und ihnen dasselbe Profil zuordnen. Ebenso funktioniert diese Stapelverarbeitung auch bei der Ausgabe bzw. Konvertierung in JPEGs. Und diese JPEGs findet man dann später auch im selben Ordner wie die Original-RAW-Dateien. Wer möchte, kann vor der Konvertierung natürlich alle Bilder auch nochmals einzeln überarbeiten, was sicherlich auch bezüglich Belichtung sinnvoll ist. Als letztes kommen wir jetzt noch zu der Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Wo genau speichert denn das Fuji X-RAW Studio die ganzen archivierten Benutzerprofile? Leider kann ich euch diese Frage nur für den Mac beantworten, da ich aktuell keinen PC in Betrieb habe. Auf dem Mac geht ihr in euren Benutzerordner, öffnet den Library-Ordner und anschließend den Application Support-Ordner. Im Application Support-Ordner befindet sich dann auch der Fuji-Ordner und im Fuji-Ordner wiederum der X-RAW Studio-Ordner. In diesem Ordner werden nach Kameramodell die ganzen Profile abgespeichert. Und im XC5 Ordner findet man dann auch die ganzen abgespeicherten Benutzerprofile. Wer möchte, kann einzelne Profile herauskopieren oder den ganzen Modellordner an einem anderen Ordner zusätzlich sichern. So können im Fall eines Rechnerwechsels auch die ganzen Profile wieder zurückkopiert werden. Und man muss nicht nochmal alles neu anlegen. Das funktioniert natürlich nur, sofern ihr nicht auch noch eine neue Kamera habt. Denn die Profile sind immer einem Modell und einer Seriennummer zugeordnet. Ich kann also nicht die X-T4 Profile in den X-T5 Ordner kopieren. Dafür gibt's dann wieder einen anderen Hack. Zum Abschluss habe ich noch einen letzten Tipp. Wenn ihr Aufnahmen im Fuji X-RAW Studio bearbeitet habt, so könnt ihr diese nicht mehr zurücksetzen. Zumindest nicht im Fuji X-RAW Studio. Leider gibt es keine Funktion zum Zurücksetzen der Konvertierung. Geht man aber in den Ordner, wo sich die Fuji RAW Aufnahmen befinden, könnt ihr dort alle Dateien mit der Endung .fp2 oder fp3 löschen. Anschließend wird im Fuji X-RAW Studio dann auch wieder das Original angezeigt. Vielleicht etwas umständlich, aber dafür funktioniert es.
Ob die Bildbearbeitung mit dieser Software Sinn macht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich nutze das Fuji X-Raw Studio gerne zum Testen von Recipes bzw. Rezepten. Zur Bildbearbeitung von RAW-Dateien benutze ich dann aber doch meistens Lightroom. Damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.